Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Parks & Fun Fair. Wir sind mittlerweile auf Fuhrtag 2 in Dänemark und heute geht es in gleich zwei Parks in Kopenhagen direkt. Einmal Bakken, den ältesten Freizeitpark der Welt, und einmal Tivoli Gardens, ungefähr 10 Minuten davon entfernt mit der Bahn. Genau, auf jeden Fall sind die alle beide in Kopenhagen und die haben sehr viel Historie, die zwei Parks, haben auch sehr kuriose Sachen teilweise und sehr kranke Sachen teilweise. Wurde auch schon leider der Flying Fury im Tivoli Gardens, den ich auch wieder sehr gerne gefahren wäre. Der steht leider nicht mehr da. Aber da stehen sehr viele andere coole Sachen. Deswegen, ich freue mich sehr auf die beiden Parks. Und ja, wir sehen uns dann gleich erstmal in Bakken und später dann in Tivoli Gardens. Die Parks haben sehr, sehr lange auf. Also Bakken bis 11 und Tivoli Gardens sogar bis 24 Uhr. Also werden wir heute einen langen Tag haben. Ich bin gespannt. Bis später. Mitten durch den Wald sind wir dann angekommen. In Bakken. Man sieht noch fast nichts. Ja, Highlight hier im Park ist definitiv der Intermin Spinning Coaster Tornado. Weil es halt so extrem und anders ist. Warum, erzähle ich euch gleich, weil das ist also auf sehr kleinem Raum ein Intermin Spinner, der halt übel abgeht. Und ich auch schon ein bisschen Angst davor, weil der sehr schmerzhaft und intensiv sein soll. Also mal sehen. Außerdem wusste ich gar nicht, dass mein Freund Ulven gar kein Powered Coaster ist. Hä? Ich hab gedacht, es wäre ein Powered Coaster, Leute. Leon? Ups. Das ist ein Intermin Family Coaster. Noch besser. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, heute die zwei Parks laufen nach dem Tivoli-Prinzip und man muss sich ein Wristband holen, damit man hier die Sachen fahren kann. Und oh mein Gott, da ist das berühmteste Karussell ever. Wer das Video kennt, wo diese Ente vom Karussell fliegt, das ist hier entstanden. Wir haben jetzt schon mal hier den Skyroller und Tornado gefunden und die Halle ist ja so winzig, ist ja so süß. Und wie klein auch der Skyroller ist. Also ich bin eben jetzt in Belantes und Liseberg gefahren. Da sind die so hoch und hier ist der so runtergedrückt. Safari Jeeps. Da sieht sich ein Zebri. Da sieht sich Kai. Ja, die Kaffeetassen hier sind 1:1 wie im Europapark. Lustig. Hier haben wir auch die weltberühmte Achterbahn, die zwar nur 2 Meter hoch ist, aber die eine Wegkipppause auf dem Lift hat. Und ja, wie Lars auch gesagt, wir haben jetzt das Wristband gekauft und starten jetzt in den Tag. Wir gehen jetzt auf Tornado und es hat ein bisschen angefangen zu regnen. Ach, das ist so ein Fisselregen, richtig ekelhaft. Ich bin nicht nur alt, ich habe sogar ein bisschen Angst. Ich auch. Auch voll schlau, dass sie das mit so einem Laufband hier in der Station machen. Kai, irgendwelche Profi-Tipps? Einfach machen. Komm irgendwie klar, versuch zu überleben. Oh Gott. Das kann ich nicht sagen. Ach du Scheiße. Oh Gott! Alter, wie eng ist die Kurve? Alter. Aber krank. Ich glaube, ich habe bei einem Achtermann-Job noch nie so laut geschrien. Was war denn das, Alter? Also dieser Lounge ist ja anders krank, ey. Boah. Und dann diese Drops und steilen Kurven und engen Radien. Krankster Spinning Coaster ever. Oh mein Gott, da ist der kleine Shot and Drop. Ist der süß. Jetzt geht's übrigens auf Rutschebahn. Alter Verwalter. Ja, was ein kranker Spinning. Wenn du da erbarmungslos rumgeschmissen wirst, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Flummi in der Dose, ey, wirklich. Alter, bist du da. Boah.
war nicht so schmerzhaft, wie ich gedacht habe, aber auf jeden Fall so krank, wie ich gedacht habe. Fahren wir nochmal. Ja. War wild. Ja. Jetzt sind wir hier bei einer richtig alten Mühle. Rutschebahn von, wann ist die? Alt. 36 oder so. Ja, auf jeden Fall ein altes Stück. Ist das das, wo man durch die Beine von dieser Frau fährt? Ja. Ja, gell? Ja, das für Julian war's. Doof ist hier allerdings, dass es nicht mehr die Originalzüge gibt wie früher mit dem Bremser, sondern dass jetzt hier Kumbak-Züge drauf sind. Kumbak-Züge? Und wer Kumbak-Züge kennt, von Stampeda zum Beispiel. Ah. Staple the ride. Ja, nicht schön. Oh Gott, so ein bisschen Schiss hab ich auch, ey. Von den Zügen aber nur. Alter! Was ist das denn? Wie krumm und schief ist der? Boah, der geht ja voll ab der Lift. Alter, guck mal, den Outlockback. Junge. Boah, der sieht aber ziemlich mobil aus. Oh Gott, jetzt bremst er hier. Denn wir ballern jetzt den Puls mit runter. Ja. Oh, Geschwindigkeitsmesser. So, erstmal Staple verhindern. Nee, ich drück schon gegen, damit der nicht stellt. Hab ich dagegen gedrückt. Wow. Alter! Ganz ernsthaft. Alter, mein Kopf ist gerade voll da hinten geflogen. Oh. Boah, das Ding ohne Trip Brakes. Eieiei. Das hier will immer. Ah, der will den Moves. Wieder ein Double Down, jawoll! Dein Arm klappt die ganze Zeit in meiner Kamera drin. Was? Dein Arm ist klappt die ganze Zeit in der Kamera. Oh! Oh shit! Nicht so, nicht, bei weitem nicht so schlimm wie bei Stampede oder so. Wir kommen aus Rutschebahn und es war echt eine sehr gute Holzachterbahn. Vor allem dafür, dass sie so alt ist, fand ich die echt gut und hat auch bei langem nicht so weit gestapelt wie Stampede zum Beispiel. Und die Züge haben mir auch echt keinen Abbruch von der Fahrt getan, die waren echt geil. Und ja, du hast echt gute Airtime teilweise und vor allem in dem Dunkelpart, wo du dann gar nicht weißt, was abgeht, hat mich so ein bisschen an Big Thunder Mountain erinnert. War nice. Richtig cooles Ding, fahren wir auf jeden Fall nochmal gleich. Wenn ich dich manchmal nicht hätte, ja, dann würde ich so schätze wie das hier wieder voll vergessen. Sehen wir nicht. Hier ist nämlich ein Interclima Darkway tatsächlich. Nice. Also du siehst aber nicht, wo du hinschießt. Ne? Nee. Wir haben auch keine Anzeigen. Ich hab mir gerade voll die Hand an der Tür eingeklemmt. Ja? Horrorunfall in der Geisterbahn. Ich sehe ja gar nichts, ne? Oh, Lift! Alter! Rücklaufsperre! Geht auf den Kopf! Boah, weh, das ist einfach voll hoch! Ja. Das ist so ein Planet Coaster-Ding, ey! Wow! Ja, eigentlich ein ganz schönes Ding gewesen. Hast du Spaß gehabt? Ja. So, das hätte ich fast verpasst, ne? Ich hätte es einfach fast nicht gesehen. Aber wild, dass es auf zwei Etagen ist. Jump'n'Run mit Schulterbügeln. Das, was im Royum war. Ist das ein Killage Luna Park Produkt oder ist das ein SBF Produkt? Ich schick dem Bulli ein Bild. Ein Zugbetrieb, ein Zug. Aber es ist ja auch voll leer eigentlich. Also dann geht das. Ich bin jetzt echt gehypt, weil Kai und Lars sagen, das Ding soll richtig gut sein. Das habe ich gehört. Bin zwar noch nicht gefahren. Ja. Kai hat sie weggefällt. Was mir gerade hier auffällt, gar keine Gates, genau wie beim Tempel. Das habe ich mal bei Sumba getanzt. Boah. Free Draw. Okay.
Zirkuszelt. Wow, okay, lol. Alter, ist der Drop steil. What the fuck? Wow. Oh Gott. Wow. Oh! Alter! Das ist der Filmding. Ich glaube, Backrow könnte aber auch ganz geil sein. Ja. Wir kommen aus Mönchengladbach und befinden uns direkt wieder in der Warteschlange. Lars und ich waren jetzt in der Front Row. Jetzt wollen wir nochmal die Backrow haben. Das ist ein Family Coaster. Also dafür, dass es ein Family Coaster ist, hat er schon eine echt verdammt steile Abfahrt. So richtig enge Helixen. Und dann auch noch richtig gute Airtime-Spots, wo du richtig rüberfliegst. Und das war ein Family Coaster schon geil. So also, mega cooles Ding. Alter, wie eng! Alter, oh, Alter, wenn du da die Finger zwischen hast. Okay. Oh shit. Wow. Oh Gott. Wow. Oh, ist das so eng. Alter. Wow. Alter, was ein geiles Ding, ey. Wild. Junge, Junge, Junge. Gute Comic-Thematisierung, nicht wie im Bangkok-Land. Hä, hey, aber nee, warte, das ist 5D-Cinema. Was ist dann das hier? Ich weiß es nicht. Guck mal, Lars, der Nebula heißt Titzmaske. So, jetzt geht's in Titzmaskinen, den neuen Nebulas, unserem Perler hier. So, das wird Lars' erster Nebulas. Bist du gehypt? Mega. Ich vermute, es ist nicht so geil, wie es aussieht, aber ganz nett. Ja, ist es auch. Es gibt einen Moment, der fühlt sich ein bisschen wie Tikal an, aber ansonsten... Ist das die Neuheit aus diesem Jahr? Letztem Jahr, glaube ich. Ich glaube, die Aussprache gehört Nebulasie. Nebulasie. Weil das Z ja groß geschrieben ist. Ui. Alter. Oh, der dreht aber ein bisschen mehr auf. Ui. Jetzt die schönen Huss-Sounds. Da klettert einer rum bei Roche Bahn. Wo? Da. Oh. Ui. Ja, ganz. Das ist ein Rollback. Ui. Der backt mir die echt. Wir kommen gerade vom Nebulas. Lars, was hältst du davon? Ich finde es ganz cool. Also, ich will jetzt nicht Ewigkeiten dafür anstehen und so, aber es ist familientauglicher und ganz netter Flatride eigentlich. Ja, würde ich nämlich auch so sagen. Ich fand sogar der Anfang ein bisschen cooler, weil der mit rückwärts angefangen hat und so ein bisschen Bauchkribbeln hatte man am Anfang, aber der Rest war halt Nebulas fahren. Also, die sehen halt immer sehr geil aus, aber fahren ist eher so, ja. Aber es gibt halt auch Menschen, die das gar nicht vertragen, das habe ich ja halt diese Jahr gesehen. So, jetzt fahren wir mit der Geisterbahn und Lars, jetzt können wir unsere Serie fortsetzen. Ja, zwei Schisser in der Geisterbahn. Das Steuerpult besteht einfach nur aus Hebeln, wie geil. Oh, wie geil oldschool ist das. Für die Musik passt hier gar nicht. Ja, stimmt. Are you ready? Ja. Is he ready? Hat er gesagt. Keine Ahnung. Alter. Hab ich so wow, wow. Alter, wie nah kommen die denn? Hier löst keiner aus, ne? Nee, irgendwie nicht. Boah, war trotzdem irgendwie voll gruselig. Ja, gerade jetzt mit dem Cursor auf mich. Ja. Ach du Scheiße! Wow, 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 ist das ekelhaft. Boah, kommen die nah. What the fuck? Alter! Gott! Was? Wieder war was in meinem Gesicht, ja! Wow! Ich hab wieder was im Gesicht gehabt. Der ist da. Oh. Alter, was war das denn? Hat so Schiss, ey. Irgendwie war die richtig komisch, die Geisterbahn. Ja. Aber da war jetzt kein richtiger Schockeffekt da. Also, oh. Junge, was, ey? Aber trotzdem richtig gut. Leon? Ja? Fußballautomat. Oh, wild.
Aber ich fand die Animatronics auch, also die kamen so nah und die haben dir so ein mieses Gefühl gegeben. Und dann diese Fäden die ganze Zeit durchs Gesicht. Oh. Skywalker. Das ist wieder der hässlichste Parkteil irgendwie. Mit dem Polyp und der Stiftschaukel, die sehen sehr mobil aus und nicht so. Also dieses Boot sieht schon sehr weird aus als Drache da. Das sieht aus, wie wenn das in Spanien in der Sonne gestanden hätte und nicht abgeblichen ist. Ja, das sieht echt so aus wie so ein spanisches Kirmes-Ding. Hier steht doch noch tatsächlich sowas wie Robotics auf der Kirmes. Ja, ob wir das fahren, mal sehen, aber eigentlich müssen wir das machen. Ja. Bin ich nämlich auf der Kirmes als Robotics noch nicht gefahren. Sieht echt winzig aus, ne? Das ist nicht Robotics. Das ist krass. Diese Neuheit von KMG, dieses neue Ding. Ist das noch was anderes? Oder ist das, wo der den nur so aufstellt quasi? Das glaube ich nämlich gerade. Naja, gucken wir uns gleich mal an. Oh, da hast du ja voll Airtime. Das ist ja der kleinste S&S-Shot-Drop, den ich hier gesehen habe. Junge, Junge, Junge. Der ist ja so winzig, den müssen wir mitnehmen. Der ist ja so klein. Ich bin gespannt. Die Airtime sieht krass aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Der schießt doch hoch, ne? Ja. Der schießt auch jetzt einfach aus dem Ding raus, ey. Weil er normalerweise nochmal 30 Meter höher wäre oder so. Wow! Weißt du, Tonstille auf einmal, wow! Wow! Alter, der hat ja zweimal. Ja, der heißt Doppelschatz. Ach so. Ui. Ja, ne, Alter. Besser als jeder normale SNS-Shot-Drop. Natürlich eine Arcade-Halle. Also, das war der wildeste SNS-Shot-Drop ever. Also, der ist ja so klein und der schießt sich zweimal richtig hoch. Und hast richtig gute Airtime oben, weil der halt so klein ist und dich halt voll hochschießt. Weil der normalerweise ja 20 Meter höher wäre. Richtig witziges Ding. Ach, hier ist die wilde Maus. Wir gehen jetzt zur wilde Maus. Ja, das ist der Hammer, ey. Indoor-Wild. Oh! Junge! Siehst du die Fans doch entspannt? Ja. Boah, sie ist schon beschissen, ey. Also die Schiene ist beschissen. Oh. 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 Schon echt schön aus. Auf jeden Fall einer der schöneren wilden Mäuse, das kann man auf jeden Fall sagen. Und die fährt sich auch echt gut. Ja, das Einzige, was ein bisschen wehgetan hat, war der Einhaken bei der Kette. Aber ansonsten richtig hübsch und richtig coole Fahrt. Das Ende ist sogar ein bisschen abgeändert hier. Du hast nicht diesen einen, ja, wo du noch am Ende noch mal so ein Stück hochfährst und in die Bremse fährst. Hier fährst du einfach runter und fährst direkt in die Bremse. Jetzt gehen Lars und ich hier mal auf das Ding. Da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Das wird sau eklig. Ach, das wird schön. Oh, das geht doch auf den Kopf. Wollen wir das? Ich schaff das. Okay. Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott, das fällt ja jetzt schon schnell. Fahr ich sowas halt nicht auf der Kirmes. Das war das intens. Oh, Junge! Oh. Man wabbelt hier. Oh, Junge! Man wabbelt hier immer noch drin rum. Oh, Junge! Boah, das ist
ist ja ekelhaft, ey. Irgendwie lustig. Der Schuh, Alter. Was ist der Schuh? Der hat den Schuh verloren. Ach, der zweite Schuh. Oh. Der links neben uns hat keine mehr an. Wir kommen von dem Gashüpfer. Ja, das ist Barrobotics im Prinzip. Hangtime des Todes, intensiv und drückt wie Scheiße. Ich kann mir vorstellen, ob der Kirmes ist das, Alter, so eine Gehkeule. Aber interessant, dass die hier auch sowas haben. Das ist schon cool. Und hier ist das Spielo. Kannst du echt Geld gewinnen, oder ist das? Das ist eine richtige Spielo, ja. Lol, hier kannst du echt Geld gewinnen, Lars. Ich sehe mich da nicht. Glücksspiel ist schlecht. Ja. Gell, Marvin? Fun ausgefunden. Aber so krank wie in Toverland Halloween wird es ja nichts sein. Also das Krankste, was ich bisher kenne, ist das in Grönerlund. Oh Gott. Was ist das denn? Gott. Wow. Die ganzen Treppen bewegen sich auch. Alter. Alter! Boah, das hier wackelt auch. Boah, wie auf der Fähre. Alter! Ich sag doch, die skandinavischen Funhäuser sind krank. Ich messe dich nicht hier aufs Maul. Und wieder eine Wackeltreppe. Das hätte mein Deutscher nicht in den TÜV, durch den TÜV gekriegt. Ist so. Booster, ey. Alter! Leichen wie in der Sonar-Maze. Oh Gott! Ja, moin! Ui! Schlag der Boden ein? Nee. Boah! Oh! Oh, eine Rüttelplatte! Oh, wie lang ist das denn? Ach so, hier ist Ende. Oh, Alter! Oh Gott! Oh Gott! Sehr wildes Funhaus, muss ja, ich sagen. Ja, richtig wild. Vor allem der Raum, der sich so gewackelt und gedreht hat. Ich liebe skandinavische Funhäuser. Immer mitnehmen. Immer mitnehmen. Die sind so geil. Ja, hier haben wir dann noch so was wie X-Faktor auf der Kirmes. Aber das brauchen wir jetzt nicht, weil die finde ich jetzt nicht so wild. So Lars, auch für dich was Neues wieder. Mhm. Skyroller, mal gucken, ob du da jetzt besser schaffst. Mein Rekord ist ein richtiger Überschlag. Aber bei dem funktioniert es tatsächlich am einfachsten. Also bei diesen Skyroller generell. So, es geht los. Ah, der hält da an! Der bremst bei mir voll früh! Das machst du immer falsch, Lars. Verstehst du nicht? Ich hab's genau richtig gemacht. Genau wie ich es in der Video gesagt habe. So, Lars hat's schon wieder nicht hinbekommen. Meine Güte. Ich habe 12 geschafft. Kai hat es ein bisschen früher angefangen zu drehen. Er stand auch draußen. Aber irgendwie hat meine Gondel viel früher gebremst. Beziehungsweise hat es auf einmal aufgehört, sich zu drehen. Deswegen hat er ein bisschen mehr, aber ansonsten war halt ein Skyroller. Nur ein bisschen kleiner als sonst. Und die Fahrt war auch echt nicht lange. Aber ach, die Bienchenjagd! Huhu! Das ist die Bienchenjagd. Ja. Wir fahren jetzt Marie hin. Ein Tivoli Small. Einziger Coaster weltweit, eine Winkelpause auf dem Lift Hill hat. Der bleibt dann stehen und dann kann man winken. Toll, oder? Warte, Leon. Das ist jetzt viel schlimmer gerade. Die haben gar keine Winkelpause jetzt gerade gemacht. Du musst auf dein Zimmer zum Einflug. Ja, aber die haben keine gemacht, Lars. Was ist los, Leon? Warum weinst du? Die haben keine Winkelpause gemacht. Der Zug ist nicht auf dem Lift Hill stehen. Mann. Dann machen wir jetzt trotzdem eine Winkelpause. Ja. Winkelpause.
Wenn die keine macht, dann mache ich meine eigene. So. Ui. Aber lass. Oh, mein Rücken. Und letzte Winkelpause. Noch eine Winkelpause. Oh. Wieso setzen die sowas Klassisches ab, ey? Das ist doch Murks. Oh. Oh. Vulkan. Vulkan. So, Lars und ich haben jetzt protestiert. Wir haben jetzt unsere eigene Winkelpause gemacht. Ja, und zwar immer, wenn wir auf den Lift fahren. Wenn die das nicht wollen, dann machen wir es halt trotzdem. Ja, war aber im Prinzip dann halt auch wirklich so Tivoli Small und Rückenlehne hat wieder gekickt. Aber ja, ist halt eine Kinderachterbahn, ist ganz niedlich. Was darf man hier alles nicht haben, Lars? Du darfst nicht wegrennen, du darfst keine Füße haben, du darfst keine Brille mit Schnäuzer tragen und du darfst nicht den Zebrasteig von der Straße wegmachen. Von dem Bürgersteig aus. Dem Bürgersteig, ja. Und du darfst keine Taschen haben. Ja. Genauso wie Eistüten, wo ein Dildo drin steckt. Yay, Safari, da freut sich der Kai wieder. Ja, da bin ich. Ja, da ist Lars, da ist Emily, da ist Marvin daneben, das Erdmännchen. Jan. Jan ist da hinten auch noch das Giraffe. Da ist Tessa. Ja, der Löwe ist noch undefiniert. Aber mal sehen, was für Tiere wir hier noch so treffen. Das bin eigentlich eher ich und obendrauf ist Tessa. Oh ja, stimmt. Boah, Mounted on. Das ist Julian. Guck mal, Marvin ist so dünn, der ist sogar nur ein Pappdingen. Was ist das dann? Haben wir eine Hupe? Kai, hast du eine Hupe oder so? Wer ist denn die anderen beiden Infanten? Ja, der Leon G. kann noch einer sein. Das ist Nashorn, oder? Das ist ein Da sehe ich Leon. Oh Gott, der sieht auch ein bisschen zugesoffen aus. Der chillt nicht. Nur einen Arm? Der hat gar keinen Arm, oder? Doch, hinten am Kopf. Ah, okay. Aber der andere ist uns. Oh. Und Igel. Oh. Und Jan. Was sagst du im Safari Jeep Ranking? Ja. Top 5 ist schon, ne? Ein Zebi. Wie toll. Gut, wir sind jetzt angekommen am Lockdown des Parks. Also es könnte Revachon sein, es könnte was Italienisches sein, mal sehen. Es ist auf jeden Fall kein Standard-Layout, wie ich dachte, weil da oben ist noch ein Drehteller, um da oben auf dem letzten Meter noch irgendwie das Boot gewendet zu bekommen. Sehr interessant. Und ja, das fahren wir jetzt als Wasserbahn-Enthusiast. Also Revachon ist das nicht. Das sieht so merkwürdig aus. Mit Drehteller dann auch noch. Aber das Wasser sieht wieder so ekelhaft aus, so eine braune Gülle. Das ist hier überall im ganzen Land. Oh Junge. Das ist einfach viel zu eng, ich tue mich gleich einfach weh. Ich hänge hier so auf 7:30. Das wird so nass. Wieso müssen wir denn alle nach vorne? Was ein Quatsch. Oh. Das tut so weh. Es läuft mir gerade alles in die Arschritze. Geht's euch gut? Nö. Okay. Oh nö. Ah! Oh, das ging klar. Oh, oh, Junge. Damit wir mal sehen, wie wir hier sitzen. Wir mussten nach vorne. Das Ding drückt mir so in den Rücken. Das ist so der geht in Speed. Was hat der hier für ein Speed drauf, ey? Oh. Jetzt kommt der Drehteller. Hä? Das ist ja noch mal was anderes. Oh Gott! Oh. Was ist das denn? Weird. Oh shit. Oh. Junge, das hört ja gar nicht mehr auf! Boah! Oh, nee! Also mein rechter Schuh kommt nicht mehr. Meine ganze Hose ist schon wieder nass. Boah, das Wasser riecht einfach nach Scheiße, ey. Boah, Junge. Was ein Dreck, ey. Also ich weiß nicht, was in aller Welt das gebracht haben soll, uns drei nach vorne zu setzen. Oder ob die einfach Spaß dran haben, Leute nass sehen. Nass zu sehen. Ja, aber boah, das ist das Ergebnis. Das hat einfach gar nicht mehr aufgehört zu spritzen. What the fuck, ey. Aber jetzt auch nichts so Besonderes. Aber tatsächlich war hier mal der größere Drop nasser als der kleinere. Das war normal, alle andersrum. Es tat weh.
Ja, das glaube ich. Das hat die ganze Zeit im Rücken mal das Ding hier. Ja. Hi. Klappt nicht. Jetzt kommt hier auch noch eine wilde Parade. Die ist bestimmt so gut wie die im Disneyland. Ja, das wurde heute aber auch angekündigt. Dass es irgendwie so eine Oldtimer-Parade heute hier gibt. Und ja, die kommt jetzt gerade. Da sehe ich Lars drin. Was? Da sehe ich dich drin. Ah, ja, die sind liegen geblieben. Oh oh. Die lässt sie nur raus. Das ist die aus Cars da, die alte. Wir kommen nochmal aus einer Fahrt Tornado und das war jetzt um einiges härter. Ich habe zwei richtig fette Schläge in den Hals bekommen. Klar, die Bahn ist auch geil, aber oh, wäre das ohne diese scheiß Westen, das wäre geil. Aber so haut sich halt echt zweimal gut in den Hals. Wenn du halt entsprechend vorwärts die Stellen runterfährst, rückwärts war es nicht so anstrengend und schmerzhaft. So, was sagen Sie denn hier denn jetzt gemacht, Lars? Hä? Was wird hier denn jetzt gemacht? Video. Oh oh. So, wir haben jetzt Backen verlassen. Ich habe viel Schlechtes über den Park gehört, kann ich jetzt gar nicht so wiedergeben. Ich fand den Park nämlich echt mega. Rutschebahn hat richtig viel Spaß gemacht, Tornado war einfach viel zu krank. Mein Train Ulven ist richtig geiler Family Coaster mit Airtime, mit steilen Drops. Hat auch richtig überzeugt, die wilde Maus ist soft. Es gibt ein richtig cooles Farmhaus, eine richtig gute Geisterbahn. Und der Park sieht auch irgendwie gar nicht so ranzig aus, wie mir jetzt gesagt wurde von ein paar Leuten. Also ich fand den Park echt cool. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es der älteste Freizeitpark der Welt ist. Lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen, weil vor allem, wenn man halt sowieso in Kopenhagen ist und Tivoli Gardens besucht. Das war's jetzt von mir. Wir fahren jetzt noch weiter nach Tivoli Gardens. Das seht ihr aber erst im nächsten Vlog. Bleibt also dran. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.